Das ist ein Teller. Dieser Teller stand auf dem Tisch im Personalbereich. Wie Sie sehen, liegt darauf noch ein großer Knochen. Herr Wright, muss ich Sie daran erinnern, dass das ein T-Bone Steak war? Genau darauf will ich hinaus. Versuchen Sie bitte, sich zu erinnern. Frau Vasquez und Herr Manella aßen an einem Tisch vor dem Wohnwagen. Doch auf den Tellern lagen keine Knochen. Die Teller waren leer. Frau Vasquez, sagen Sie mir, wie man einen T-Bone Steak essen kann, ohne dass ein Knochen übrig bleibt. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ja, Sie aßen kein Steak. So alt war ist das. Sie aßen während dieser Pause gar kein Steak. Sie nahmen ihr Steak und warfen es weg. Vielleicht in die Verbrennung, in die Verbrennungsanlage. Ich verstehe. Was also machte Frau Vasquez in ihrer Pause? Ist das nicht offensichtlich, euer Ehren? Sie hackte auf Salmonella rum. Nein, sie traf jetzt die Samurai. Was ist die Samurai? Mein Gott, nein! Jetzt die Samurai hat sie getroffen. Und was dann? Ruhe! Behaupten Sie das? Ja, euer Ehren. Als Frau Vasquez ihren Wohnwagen verließ, um ihr Steak zu essen, begegnete sie den Stil-Samurai. Und dann taten sie es. Sie töteten ihn mit ihrer eigenen Hände. Herr Wright! Ist das nicht etwas anmaßend? Einspruch. Was wollen Sie da wieder für eine Show abziehen, Wright? Er kann behaupten, was er will. Sie sagen, ich hätte es getan? Ja. Faszinierend. Und ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass es heute wieder langweilig wird. Nun gut. Dann mal auf zum geistigen Kräftemessen. Sie gegen mich. Jederzeit, Vasquez. Viel Glück, Nick. Boah, das geht jetzt ab. So, wir werden ja sehen. Was war gleich wieder die Mordwaffe? Ach ja, der Samurai-Speer. Ja, und? Wie Sie sehen können, bin ich eine Frau von zierlicher Statur. Wie hätte ich diesen Speer als Waffe verwenden können? Ich denke, Sie konnten es nicht. Ja, Sie konnten es nicht. Ganz einfach, es war nicht die Mordwaffe. Ich denke, es wäre Ihnen sehr schwer gefallen, den Speer als Waffe zu verwenden. Das gilt übrigens für so ziemlich jeden. Sie sehen das ein? Ja, aber das ist für den Fall unerheblich. Was soll das heißen? Der Samurai-Speer war nicht die Mordwaffe. Was? Was soll das heißen? Der Speer wurde neben der Leiche des Opfers gefunden. Ich kann es beweisen, euer Ehren. Ich kann beweisen, dass der Samurai-Speer nicht die Mordwaffe war. Kannst du? Achso, der war... Ach ja, Moment. Die Mordwaffe, ein Spruch im Schaft, wurde mit Klebeband repariert. Ah, ja. Er war kaputt. Ganz einfach, war kaputt so. Ich lege meinen Beweis vor. Die sogenannte Mordwaffe. Aber das ist die Mordwaffe. Nicht so schnell. Erinnern Sie sich daran, dass dieser Speer bei der Probe der Action-Szene am Morgen brach? Aber irgendjemand hat den Speer repariert. Das war die Wachfrau. Sie hat ihn mit Klebeband repariert. Nun erklären Sie mir bitte, wie es möglich sein soll, dass jemand damit einen Mann ersticht, der ein dickes Kostüm trägt. In die Brust! Ernsthaft! In die Brust, Mann! Wie geht das? Ruhe! Ruhe! Herr Wright, worauf wollen Sie hinaus? Denken Sie daran, was... Denken Sie daran, was Sie... Ruhe. Ich bin diejenige, die hier aussagt. Also hören Sie gefälligst zu. Sind Sie noch bei Sinn? Sind Sie überhaupt bewusst, was Sie da sagen? Falls Sie zum Beispiel nicht die Mutter hören, was denn bitte dann? Wie wurde Hammer getötet? Nun, alright.
können Sie dieser, Sie sagen, mit welcher Waffe der Mord an Helmer verübt wurde? Das kann ich Ihnen sagen. Natürlich kann ich das. Würde ich so etwas sagen, wenn ich nicht wüsste, was die Mordwaffe ist? Ich fürchte, mitunter erweist sich Ihre Zuversicht als unbegründet, Herr Wright. Nun gut, dann lassen wir uns diese Mordwaffe sehen. Ja, ich zeig einfach mal das Foto, wo der Typ auf dem Ding aufgespießt wurde. Nimm das! Sehen Sie sich dieses Foto an. Was ist das? Nun, das ist Jack Hammer, der oben auf der Treppe steht. Ruhe! Wenn keine Ruhe einkehrt, wird die Verhandlung vertagt. Herr Wright! Was hat das alles zu bedeuten? Dieses Foto wurde vor 5 Jahren aufgenommen. Da gab es einen schlimmen Unfall in den Globus Studios. Dies ist ein Foto von genau diesem Unfall. Kein Sterbenswörtchen davon kam an die Öffentlichkeit. Es war ein wohlbehütetes Geheimnis in den Studios. Was hat das denn mit dem aktuellen Fall zu tun? Herr Edwards, sehen Sie es denn immer noch nicht? Sehen Sie den gestürzten Mann auf dem Foto? Ein Zaunpfahl hat seine Brust durchbohrt. Was? Wollen Sie damit sagen? Ja. Was vor 5 Jahren passiert ist... ist erneut passiert. Wie auch immer sie gemacht hat, also keine Ahnung. Herr Wright, fahren Sie fort. Es ist 14.30 Uhr, am Tag des Mordes. Frau Velasquez begegnet Jack Hammer vor dem Wohnwagen Studio 2. Dann hat sie es getan. Sie hat Herr Hammer von der Treppe auf den Zaun gestoßen. Bam! Genau wie Herr Hammer es selbst vor 5 Jahren gemacht hat. Wobei ich nicht sagen kann, ob sie es absichtlich getan hat oder es ein Unfall war. Anders ausgedrückt, das Opfer, Herr Hammer. Er ist so gestorben wie der andere Mann, dessen Tod er verursacht hat. Damals vor 5 Jahren. Genau so war's. Welch eine Ironie, nicht wahr? Wie einfallsreich, Herr Wright. Ein Mann wie Sie könnte ich als Drehbuchautor brauchen. Leugnen Sie, dass meine Darstellung stimmt? Herr Wright, nur mal angenommen, Hammer wäre tatsächlich bei dem Wohnwagen gestorben. Warum wurde die Leiche dann nicht dort gefunden, sondern in Studio 1? Und dann auch noch im Kostüm des bösen Richters. Behaupten Sie etwa, ich hätte diese Leiche bis in Studio 1 geschleppt und wäre zum Wohnwagen zurückgekehrt und das alles in der 15-minütigen Pause? Wie hätte ich die Leiche wegschaffen sollen? Die Pause des Meetings dauerte 15 Minuten von 14.30 Uhr bis 14.45 Uhr. Hätte man Jack Hammer von der Treppe in den Tod stoßen und dann ins Studio einschleppen und in sein Kostüm stecken können? Dafür reicht die Zeit nicht. In der Tat. Nun, Herr Wright, wie hätten Sie das mit der Leiche anstellen können? Sie fanden einen anderen. Und wären Sie eine andere Möglichkeit, als Ihre Arme hatte, die Leiche zu bewegen? Zum Beispiel? Was das betrifft, musste sie das Verbrechen keinesfalls in 15 Minuten verüben. Und es gab eine Möglichkeit für sie, die Leiche zu transportieren. Die hat sie so vorhin selber genannt. Interessant. Dann lassen Sie mal hören. Herr Wright, zeigen Sie uns bitte, wie sie die Leiche transportiert hat. Kein Ding. Den Van. Also ganz einfach. Guck mal. Warum wurde sie wohl gefahren? Deswegen. Frau Vasquez, sie schafften die Leiche zu Studio 1 und sie benutzten dazu den Studio-Van. Erinnern Sie sich an Ihre Aussage. Anschließend sollte eine Probe stattfinden. Deswegen begaben wir uns zu Studio 1. Ich war müde, also bat ich Sal, mich zu fahren. Dort war ein Van, okay? Ich bezahle mich zu fahren. Sie benutzten den Van, um die Leiche zu Studio 1 zu schaffen. Noch bevor die anderen dort eintrafen, steckten sie ihn ins Kostüm des Richters. Ein
Moment mal, Wright.